Mikroskop ist eine, Migros ist eine, die Mobiliar auch und Raiffeisen, die drittgrößte Bank der Schweiz, ebenfalls. Bedeutende Firmen sind hierzulande als Genossenschaft organisiert. Doch was bedeutet das eigentlich? Wer heute eine Firma gründet, entscheidet sich in der Regel für eine Aktiengesellschaft oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Neben der GmbH und der AG kennt das schweizerische Gesellschaftsrecht aber noch eine weitere Form der juristischen Person, die Genossenschaft. Zu den Big Five der Schweiz gehören die beiden Großverteiler Coop und Migro, zwei typische Vertreter marktnaher Großgenossenschaften. Auch die folgenden Unternehmen fallen in diese Kategorie. Die Raiffeisenbank mit 3,75 Millionen Kunden, die drittgrößte Bank der Schweiz. Die genossenschaftlich organisierte Mobiliarversicherung und der Agrarriese Fenaco, der 1993 aus dem Zusammenschluss von 6 großen Landwirtschaftsgenossenschaften hervorging. Bei der Organisationsform der Genossenschaft steht nicht das Gewinnstreben im Vordergrund, sondern die Hilfe zur Selbsthilfe. Zudem gilt das Prinzip One Man, One Vote. Viele Großgenossenschaften weisen aber eine verschachtelte Organisationsstruktur auf. Das ist teilweise auch den rechtlichen Bestimmungen aus der Versicherungsbranche oder dem Bankenwesen geschuldet. Damit gleicht so manche Großgenossenschaft eher einer indirekten als einer direkten Demokratie. Die unmittelbare Mitsprache der einzelnen Genossenschaften beschränkt sich oft auf einen sehr kleinen Bereich. Während die Zahl der Aktiengesellschaften und GmbHs seit Jahren steigt, nimmt jene der Genossenschaften ab. Die Neugründungen von Genossenschaften im Kanton Zürich liegen seit Jahren im sehr niedrigen zweistelligen Bereich. Frau Professor Kirgus, warum werden kaum mehr Genossenschaften gegründet? Genossenschaften sind ein bisschen in Vergessenheit geraten. Sie haben ein etwas verstaubtes Image, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre. Zudem braucht es 7 Mitglieder, um eine Genossenschaft zu gründen. Das kann hinderlich sein und sie können mit der Genossenschaft nicht an den Kapitalmarkt gehen. Darum ist die Kapitalbeschaffung erschwert. Seit die Schweizer Großgenossenschaften gegründet wurden, hat sich vieles verändert. So spielen Selbsthilfe und Treuepflicht kaum mehr eine Rolle. Im Gegenteil. Die Großverteiler Coop und Migro werden heute von Kritikern gerne als übermächtiges Kuschelduopol angesehen, das die Konkurrenz meidet und Mitschuld an der Hochpreisinsel Schweiz tragen soll. Weil der Gewinn nicht an Aktionäre ausgeschüttet werden kann, wird den beiden Großverteilern auch oft vorgeworfen, planlos Firmen zu kaufen und damit übermäßig zu wachsen. Bestenfalls sei bei den Unternehmen noch ein genossenschaftlicher Geist vorhanden. Bei Migro zum Beispiel das Kulturprozent oder bei Coop das vielfältige Nachhaltigkeitsengagement. Ähnlichen Vorwürfen sieht sich der Konzern Fenaco ausgesetzt, der sich in den letzten Jahren von einer kleinen Bauerngenossenschaft zu einem Agrarkoloss mit Milliardenumsatz gemausert hat. Weil die Konkurrenz fehlt, würde Fenaco zu hohe Margen abschöpfen. Bauern und Verbraucher seien die Dummen. Und jüngst machte auch Raiffeisen von sich reden. Rund um mögliche Verfehlungen der ehemaligen Führungsspitze wurden Vorwürfe laut, die genossenschaftlichen Kontrollinstanzen seien einem starken Management gegenüber zu schwach. Frau Kilgus, steckt das Konzept der Genossenschaft in der Krise? Ich denke nicht. Governance-Probleme, wie Sie es jüngst unter anderem bei Raiffeisen beobachten konnten, können Sie auch bei anderen Gesellschaftsformen sehen. Das liegt am Informationsgefälle zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Das kann es auch bei einer Aktiengesellschaft geben. Und im Übrigen denke ich, speziell für die moderneren Formen der Sharing Economy eignet sich das Genossenschaftsmodell sehr gut. Sinn ergibt die Gründung einer Genossenschaft also weiterhin im Bereich der Selbsthilfe. Zum Beispiel, wenn sich mehrere Personen etwas anschaffen und gemeinsam nutzen wollen. So im Bereich des genossenschaftlichen Wohnens oder beim Carsharing-Unternehmen Mobility. Herr Marti, wie gut passt die Form der Genossenschaft auf Ihr Geschäftsmodell? Die genossenschaftliche Rechtsform ist eine klare Stärke von Mobility. Die zwei
elementärsten in meinen Augen sind, dass wir langfristig handeln können. Das heißt, wir können Strategien entwickeln, an diesen festhalten und die Gewinne auch wieder zielorientiert reinvestieren in Technologie und neue Formate beispielsweise. Und der zweite Punkt ist sicherlich, dass wir nicht gezwungen sind, auf Quartalsabschlüsse kurzfristige Hauruck-Aktionen vonstatten zu lassen. Und was sind denn so die Probleme, mit denen sich Ihre Kollegen in einer AG nicht herumschlagen müssen? Ja, in einer Genossenschaft, da herrscht Mitspracherecht. Unser oberstes Organ beispielsweise ist die Delegiertenversammlung. Je mehr Leute mitsprechen, desto mehr Meinungen. Das macht uns natürlich auch ein wenig langsamer. Weiter ist es aber auch für uns positiv, dass wir dank den Delegierten regional verankert sind. Auch da ist Geschwindigkeit ein Thema, aber unter dem Strich sicherlich positiv für uns. Es gibt sie also noch. Die Geschäftsmodelle, auf die die Form der Genossenschaft gut passt. Meist sehen Firmengründer aber die Nachteile überwiegen und sie entscheiden sich stattdessen für eine AG oder GmbH.